Ich muss euch eine Geschichte erzählen vom Mike. Der Mike sitzt hier und wir haben gerade ein Interview gemacht und es ist die klassische Messi-Wohnungsgeschichte. Für 27.000 Euro eine Wohnung gekauft, voll Messi drin. Und wir gucken jetzt mal kurz, also es ist, ich fasse ganz kurz zusammen, Mike, und dann gucken wir uns nämlich die Bilder an, was er mir gerade erzählt hat. Also er hat die Wohnung gekauft im Frühjahr. Ja. Hat die pauschal, Mike, du hast pauschal gekauft, ohne zu wissen, was drin ist. Ja. Du wusstest nur vom Hausmeister, ist möglicherweise ein Messi drin. Mhm. Hast dem Verkäufer entsprechend gesagt, bei einer normalen Wohnung würde dort was kosten? 45, 50? Ja, ungefähr, genau. Du hast gesagt, ich zahle 25. Ja. Einfach mal mutig gesagt, hier, ich zahle 25. Dann hat er für 27,5 zugestimmt. Ja. Du hast noch reinverhandelt, die Gerichtskosten bitte ertragen, genau, wenn da wirklich ein Messi drin ist und der raus muss. Ja. Und dann hast du dieses Überraschungspaket unterschrieben gehabt und bist hingefahren und konntest rein. Und konnte rein, ja. Und jetzt gucken wir uns die Bilder an. Schauen wir uns die Bilder an. Bevor ich drauf schwenke, erzähl doch mal kurz, irgendwann kriegst du den Schlüssel und läufst durch den Flur. Genau. Und hast was erwartet? Theoretisch habe ich erwartet, okay, da ist jetzt eine ganz normale Wohnung, wo ich jetzt reingehe und da sind wahrscheinlich, ja, vielleicht ist die Wand ein bisschen ab oder sonst was, Bad ein bisschen schmutzig. Aber dieser Zustand, den hätte ich nie im Leben. Hast du Angst gehabt? Reinzugehen? Ja. Ja, ja. Nee, obwohl ich hatte nicht wirklich Angst. Okay. Weil ich ja nicht wusste, was mich erwartet. Ja. Deswegen, nee, ich hatte, okay. Angst hatte ich nicht. Nee. Schauen wir mal. So, das gehen wir mal das durch. So, hier ist der Weg zur Küche, wo der schon zugemüllt ist. So, hier sind wir im Wohn-Schlafbereich. Hier sind überall Dosen, Flaschen, Zigaretten. Und auch Eimer und ja, so habe ich die vorgefunden. Was ist in den Eimern drin? Das soll man lieber nicht erzählen, was in den Eimern drin ist. Ich sage nur, Toilette verstopft und ja, da muss man auch nach Alternativen suchen. So viel dazu. Absolut brutal, okay. Also, hast du dann Angst gehabt? Ja, dann war mir, das war echt ein Schreck. Also wenn du da reinkommst, allein der Geruch war so intensiv, dass du konntest doch nicht mehr richtig atmen. Also es war unglaublich, was das für ein Geruch ist. Und ich hatte ein bisschen Schiss, weil ich nicht wusste, wie ich mit sowas umgehe. Das stimmt, ja. Sag mal, wie die Wohnung jetzt aussieht. So, haben wir den Boden nochmal schön gemacht, die Wände. Das ist der Weg zur Küche, ja. Das ist die neue Küche, eine kleine. Das Bad komplett neu gemacht. Den Flurbereich und den Wohnbereich. Also, ja. Wie viel hat dich das gekostet, bis das so aussah? Circa 5.000 bis 6.000 Euro. Was echt geht, ne? Ja, ich glaube schon. Aber obwohl, das ist ja eine kleine Wohnung. Ja. Es ist im Verhältnis ist vielleicht, ja, weiß ich nicht, es ist okay. Ja, ja, also wenn man sich einfach, man denkt immer, wenn eine Wohnung so aussieht, wie sie davor aussah, das ist dann, aber es ist eigentlich nicht so viel teurer, dadurch, dass sie so scheiße aussieht vorher. Ja. Ja, ich muss sagen, auch über die Hausverwaltung, die einen sehr guten Kontakt hatte zu der Firma, die das beseitigt hat. Also von daher hat sich das alles in Grenzen gehalten von den Kosten. Okay, jetzt zeig mal noch, jetzt hast du noch eine Vorstellung, wie du vermietest. Nämlich also es ist in Dortmund, du machst eine Sondervermietung, es ist mittlerweile 6 Wohnungen. Ja. Und normalerweise kriegt man in Dortmund 5-6% Mietrendite auf so eine Wohnung. Ja. Cashflow. Zero, also zahlt sich selbst ab. Ja. Du machst aber das hier draus. Ich mach das hier draus. Das ist der Plan. So soll die Wohnung aussehen und ich glaube, dass es dann doch ein Eyecatcher ist für jeden, der in die Wohnung reinkommt. Ja, wir gucken mal. Du hast schon Wohnungen, die so ähnlich aussehen. Ja, nicht ganz so geil. Nicht ganz so geil, aber die sind in dem ähnlichen, in dem ähnlichen Raster. Also von daher sehr wohnlich, also ideal für Studenten. Und ja. Und dann vermietest du eben an Studenten und auch andere, in welchem Konstrukt? Ich vermiete an Studenten oder auch an Pendler, je nachdem, wer gerade anfragt und es passt, mach es befristet, also mindestens 6 Monate und es ist genau möbliert, es ist alles vorhanden, einziehen und sich wohlfühlen. Okay, und statt sehr gut, ich möchte auch gerne einziehen, nach dem schönen Satz. 5-6% Mietrendite wäre normal, dann wird sich die von selbst abzahlen. Du machst jetzt wie viel? Ich mache knapp mit der Wohnung hier, wenn ich das so umrechne, sind wir bei knapp 10%. Bei der und bei welchen, wo du schon machst, machst du 9? Circa 9%, ja. Okay, das heißt, die bringen dann, haben wir vorhin gehabt, 100 Euro. 100 Euro, Cashflow. Ja,
Genau. Geil. Gratulation zu dem Konzept und viel Erfolg weiter.